Logbuch, Captain Kirkbeard, Eintrag Nummer 5, an Bord des Aufklärungsschiffs Enterforge. Wir haben mittlerweile den Antrieb gecheckt. Er sieht ziemlich beschädigt aus. Jedenfalls ist unser Techniker der Meinung, dass es mehrere Tage dauern wird, ihn komplett zu zerlegen und mit möglichen Ersatzteilen zu flicken. Unser Außenteam ist währenddessen immer noch unterwegs, sich in der Nähe der Abschussstelle zu sammeln. Weiterhin fehlt uns der Kontakt zu einem Mitglied des Außenteams. Und was das Ganze noch schlimmer macht, unser Außenteam berichtet von feindlichen Lebensformen, also von Lebewesen innerhalb der Sümpfe unter uns, die ziemlich gefährlich sind. Wir hoffen, dass diese Kreaturen sich nicht der Abschlussstelle nähern und unser Außenteam sicher zurückkehren kann. So, und damit sind wir wieder hier. Das wird jetzt hier lustig. Hier sind nämlich viele Kokors, ein Arbeiter. Und das Problem ist, ich kann nicht durch die Sümpfe durchdashen. This ability is not effective in swamp. I can't use this ability. I can sneak through these cocoons. Oh, er kann an ihm vorbeischleichen. Journal-Eintrag. Was sagt denn das hier? Ist das hier der neue? Sludgeworker Senses, also die Sinne. Du tust gut daran, dich von ihren Gruppen fernzuhalten, wenn möglich. Aber wenn nicht, dann könnte ich nur die Augen von... Aber wenn nicht, dann werden... Dann solltest du nur die solltest du die Augen der erwachsenen Arbeiter vermeiden. Kokors sind sehr empfindlich gegenüber Vibrationen der Erde durch große Spezien. Es ist besser, in kurzen Sprints durch die Nester der Kokors zu rutschen, weil regelmäßige und starke Vibrationen dazu führen können, dass sie vorzeitig schlüpfen. Kurze Sprints erlauben dir, durch die Kokors zu schlüpfen, ohne dass sie hatchen. Oh, Schleim, so ein Aal hier. Also ja, ich mache mal einen Quicksave. Das heißt, wenn ich mich... Genau, wenn ich mich langsam bewege... Und den da mal locke... Au, stehe ich in der Nähe des blöden Schleimals. So. Wenn der sich wegdreht, dann dashe ich in die Richtung und ich wurde wohl gehört. Oh. Ach du Scheiße. Schande. Nein. Dashen war keine gute Idee. Vor dem gesehen zu werden war auch keine gute Idee. Also den logge ich mal wieder. So, jetzt bin ich versteckt und in Sicherheit. Da sieht er mich nämlich zum Glück nicht.
Da drüben ist ein Aufklärungspunkt. Da sind aber zwei von den Aalen im Weg. Ja, komm, dreh dich weg. So. Na gut, zu dem Bereich da hinten kommen wir wahrscheinlich, indem wir außen rumgehen. Ich mache jetzt mal, solange wir hier sicher sind, ein Safe. Und gehen mal vorsichtig hier lang zu dem Wrackteil. 40 Energiepunkte, das ist schon mal nicht schlecht. Hier sind überall solche. Du siehst übrigens garstig aus. Ha, ich weiß nicht, hier könnte ich reindischen. Dann hätte ich halt die beiden Eier da am Hals und den Worker. Oder Krieger, was es auch immer ist. Aber ich könnte die drei Eier ausschalten. Ja, ich muss reindischen. Oh, das sind Fernkämpfer. Wollt ihr mich veralbern? Okay. Den Safe hier. Okay, er hat mich zwar gesehen, aber er hat mich nicht richtig bemerkt. Also ja, wenn ich hier durchdasche, kann ich die drei töten. In die Steinform wechseln. Den hier töten. Und dann bleibt nur noch der da. So. Das war eigentlich ganz okay. Hier ist nämlich gleich schon eine Reparaturstation. Und wir haben einen neuen Eintrag. Workers. Kamikaze. Abgesehen von der Primitivheit dieser Kreaturen sind sie gut im Teamwork, arbeiten wie ein Schwarm. Es ist eine Art Kollektivintelligenz. Wenn einer von ihnen überrascht wird, wird der Rest des Schwarms es mitkriegen. Mehr noch, der Schwarm erweckt sofort die Kokons. Und sie können sogar eins ihrer Mitglieder für das Leben ihrer Gruppe opfern. Der opferbereite Arbeiter ist sehr gefährlich. Er wird sofort anfangen damit, säurehaltiges Sekret zum Kochen zu bringen, direkt unter seinem Chitinpanzer. Kochende Anthropon explodieren in der Nähe des der Bedrohung und überfluten alles um sie herum mit einer Mixtur aus gasförmigem Saft und Kleber. Das Opfer, getroffen und überschüttet mit dem mit der Säure, wird bei betroffen und überwältigt von der Säure, so wird vom Schwarm gefressen. Manche Worker können sich opfern, indem sie sich in Kamikaze transformieren. Ja, gut. So, Smashfist, reparieren mal kurz. Jetzt geht mir die Energie langsam aus.
Wie mache ich das jetzt da am dümmsten? Ich müsste eigentlich da irgendwie reinstürmen und die Nester da zerstören. Ohne dass der mich dabei sieht und sie alle vorher aufweckt. Hat einigermaßen geklappt. Ich sollte nicht so nah an dem da dran stehen. So. Okay, hat einigermaßen geklappt, ohne dass der Raumanzug zu sehr beschädigt wurde. Da ist noch eine Heilsphäre. Oh, hier ist auf jeden Fall noch 50 Energie, 40 Energie, gut. Was haben wir jetzt noch über die Sludgeworkers? Sludgeworker Spezies. Es gibt einen Unterschied in der Farbung der Arbeiter und ihrem Verhalten. Von der Form her sind sie dieselbe Familie, aber gehören zu verschiedenen Gattungen. Jede von ihnen ist unter bestimmte Jagdbedingungen angepasst. Grüne sind stärker und ziehen es vor, sich im Nahkampf aufzuhalten. Pinke sind schwächer und spucken Säure. Blaue sind womöglich der nächste Schritt in der Evolution nach Grün und Pinken. Sie können in beide Formen kämpfen. Da- und Fernkampf. Gegen den Gegner spucken. Blaue Spezies sind zwar nicht so gepanzert wie die Grünen, aber es macht sie nicht weniger harmlos. Ja, also gibt es wirklich Unterschiede, wie schwierig die jeweilige Spezies ist. Da drüben ist nochmal ein Heilstein, was ich ein bisschen komisch finde, weil da drüben schon einer ist. Was ich halt blöd finde, ist, dass es hier keine Map gibt. Achso, da ist der Ausgang. Okay. Das heißt, ich versuch's mal da... nein, nicht an dem... Das ist ein ziemlich großer Wurm. Da ist auch noch einer. Das war der Heilstein. Da unten wäre Deckung. Das war nicht gut. Oh, da wäre sogar noch Energie, aber... Ja, Das ist übrigens einer von den Grünen, vor denen ich gewarnt wurde. So, das hat mich nicht getroffen. Das hat mich... Au! Wo war mein letzter Quicksave? Das kann ich nämlich nicht so auf mir sitzen lassen. Das war nämlich jetzt definitiv zu viel Schaden. Ach so, hier. Ja, kann ich nicht einfach hier lang?
Okay, das sind irgendwelche ekelhaften Spuckviecher. Okay, ich habe meine Hülle verloren. Und bin tot. Load last save. Das ist nicht so nett. Au ja. Die sind echt garstig, die Viecher. Steinform ist nicht gut gegen die. Oh ja, sie spucken mich tot. Ich komme gegen die nicht an. Aber da liegt halt ein Level-Up-Teil, das ich schon gerne hätte. I can't use this ability in swamp. I can't use this ability in swamp. Genau, und jetzt muss ich mich zurückziehen und heilen. Klappt das? Ja, sie spucken mich aber trotzdem nieder. Ja, ich bin wieder tot. Kann ich die mal kurz ignorieren? Das ist jetzt etwas doof. Ja. Abschluss Logbuch Eintrag Nummer 5, Captain Kirkbeard. Unser Außenteam ist auf ziemlich schweren Widerstand gestoßen, während wir hier weiter mit den Reparaturen vorankommen. Wir hoffen, dass unser Außenteam diese Probleme beseitigen kann. Kirkbeard Ende.